Heute ist ein guter Tag zum Angeln. Wie schön, dich zu sehen, Liebling. Wir haben ein Bündnis mit Chobish hier. Allerdings war der Preis dafür hoch. Der junge Chialbert wurde getötet. Ja, ich hörte von meinen Spähern. Solch ein tragischer Tod für zweifelhaften Nutzen. Ich hoffe, du ließt seine Mörder bezahlen. Das Recht obsiegte. Man wird sich Chialbert erinnern. Ich schätzte seine Gesellschaft in unserer kurzen gemeinsamen Zeit. Wahrlich. Komm her. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Erzähl mir mehr über Kent. Bassem hat geschrieben. Er behauptet, Fulke gefunden zu haben und bittet um deine Hilfe. Du findest ihn im Priorat des heiligen Hadrian. Neuigkeiten von Sigurd? Hat er nicht erwähnt. Aber wenn er Paladin Fulke gefunden hat, kann Sigurd nicht weit sein. Ich gehe, sobald ich kann. Gut. Pass auf dich auf, Eivor. Dag, Bassim hat uns Sigurds Aufenthaltsort übermittelt. Wir brechen umgehend auf. Großartig, Eivor. Endlich fällt dir ein, dass wir nach unserem Jarl suchen sollten. Ich klatsche für deinen halbherzigen Edelmut. Doch ich werde dich nicht begleiten. Dag, das ist kein Scherz. Auf das Schiff, los! Jemand muss zu Hause bleiben und sich um die Belange der Siedlung kümmern. Da du uns bei jeder Gelegenheit im Stich lässt, sollte diese Aufgabe mir zufallen. Sigurds Leben steht auf dem Spiel. Wir brauchen dich. Nein, ich werde hier gebraucht. Ist dein Zweifel so groß, dass du nicht einmal deine Axt erhebst, um deinen Jarl zu retten? Du verdrehst die Wahrheit, Wolfsmal. Aber geh, finde den Jarl, bring ihn zurück. Doch komm nicht wieder vom Weg ab, wie es dir immer öfter zu ergehen scheint. Wir sind noch nicht fertig, Dag. Wir reden nach meiner Rückkehr.
Hier können wir nicht segeln. Zeit für ein Lied! Hier müssen wir an die Ruder. We raise our shining blades. Like wolf teeth they brightly glitter. Now the time for bravery calls us. Fearlessness shall mark our deed. Our shining blades, like wolf teeth, they grind. Now the time for bravery calls us. Fearlessness shall mark our deed. Yeah!
Basim weiß etwas Neues über Sigurd. Ich muss zu ihm. Ja! Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Sprach sie mit dir auch über die Schrift des Verräters? Meine Seele ist in Aufruhr. Es ist Heresie, auch nur daran zu denken. Vergiss ihren blasphemischen Wort. Denk nur an Christus und seine erlösende Botschaft. Sühnen, leite mich. Blicke das Land, Freundin. Gott, was hast du mit deinem Mund, Penjes, Fandian? Unterschied Augustin nicht zwischen Glauben und Verstehen? Das ist mein Punkt. Also bist du nicht dem Glauben verschrieben, sondern nur rational? Was ich sagen will, ist, dass der Glaube die größte Bedeutung hat. Ja, denn ohne ihn bedeutet das Opfer Christi nichts. Er starb, um uns zu erlösen, nicht wahr? Von der Erbsünde Adams und Evas. Doch das Böse besteht fort. Ja, es besteht fort, weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene Neugeborene freien Willen? Ja, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täusche mich, meine Ohren, Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften? Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Tscherdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Schließt du Freundschaften? Die Zunge eines Menschen gibt einen Vorgeschmack auf sein Herz, Eivor. Und dieses Wissen ist oft nützlich. Und wie schmecken diese teigigen Christen? Das sagt man doch nur so, Eivor. Und ich bin ihrer bereits überdrüssig. Muss es so trocken sein zwischen uns? Natürlich nicht. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Was ist mit der freudzerstörenden Fulke? In deiner Nachricht hieß es, du hättest sie in Kent aufgespürt. Sie ist hier irgendwo. Und im vergangenen Monat war Sigurd bei ihr. Doch wer weiß, ob dies morgen der Fall sein wird. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes. Ein Heide und ein Ketzer. Um Fulke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Fulke ist kaum eine Heilige. Diesen Christen sind ihre seltsamen Vorstellungen ein Greuel. Stimmt, aber sie geht als eine von ihnen durch. Sie wird sich nicht vor allen verstecken. Nicht mit einem Gefangenen im Schlepptau. Also, wo beginnen wir? Ich habe einen neuen Freund. Abt Künebert. Voll frommen Feuers, doch mit Ambitionen, die weit größer sind als sein Verstand. Und was weiß dein Freund Künebert? Komm, ich werde dich ihm vorstellen und wir hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an.
Konntest du, während du allein warst, etwas Frieden finden, Basim? Ich habe immer Frieden. Und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. Ich beobachte sie, studiere sie und lerne so manches von ihnen. Dies ist unsere Pflicht, der Auftrag der Verborgenen. Zum ersten Mal, seit wir uns trafen, klingst du mehr nach deinem Lehrling als nach dir selbst. Sicherlich klingt Haitham wie ich. Ich habe ihn gut unterwiesen. Euer Credo und eure Grundsätze, meinst du? Richtig. Und unser Gefühl von, wie soll ich es sagen, tiefer Verantwortung für die Verbesserung der Menschheit. Das ist ein hohes Ziel, aber es erklärt nicht, was du in Sigurd siehst. Mein Bruder ist nicht so selbstlos. Ja, aber dein Bruder ist jemand Besonderes, Wichtiges. Und ich will, dass er das erkennt. Ich hoffe, es ihm zu zeigen. Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Künebert, dies ist der Nordmann, von dem ich sprach. Ah ja, und zudem noch ein recht furchterregender. Basim sagt, dass du Paladin Fulke kennst. So ist es. Lady Fulke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Ava wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Ava. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Ich werde entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Ah, dein Wolf zeigt Zähne, Basim. Kommen wir zum Punkt. Welchen Gefallen würdest du im Tausch für Fulke erbitten? Vor einigen Wochen wurde unser Aldermann in Kent zu Gott gerufen. Ein schrecklicher Verlust. König Elfred hat seinen Ersatz gewählt, aber bisher nicht den Namen verkündet. Ich muss ihn wissen. Jetzt. Ganz Kent wird bald sehen, welchen Tarn er gewählt hat. Ich will es früher wissen. Um ihn zu umwerben, bevor sein hohes Amt allen bekannt ist und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte. Warum tötest du ihn nicht im Geheimen und ersuchst Elfred um den Sitz? Als Mann Gottes könnte ich das nicht. Zudem kann der, welcher hinter dem Thron steht, besser die Fäden der Puppe ziehen. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen, du findest Fulke. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind... Ich habe an der Südküste zu tun. In Volkanstan gibt es den besten Fisch in Wessex. Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den Namen des Aldermanns kenne. Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindungen. Ohne ihn werden wir Fulke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du tun? Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen. Ich sehe dich dann in Volkanstan.